Hallo Leute, ich bin's, euer Pancave und willkommen zum fünften Teil dieser Tutorial-Serie. In diesem Teil werden wir uns nochmal das XOR-Gate ein bisschen vornehmen. Wir werden das nochmal ein bisschen besser machen, ein bisschen kleiner gestalten. Und wir werden noch eine zweite Form des XOR-Gates kennenlernen. Man kann da nämlich auch mit einem ganz anderen System reingehen. Das werden wir heute besprechen. Fangen wir aber erstmal mit dem an, was wir letztes Mal schon gemacht haben. Ihr erinnert euch, das hier ist das XOR-Gate, bestehend aus diesem AND-Gate und den zwei Doppelnots. Genau so bauen wir unser XOR-Gate wieder auf. Erstmal kommen hier natürlich die Inputs rein. So, dann kommen unsere beiden Doppelnots. So. Das hier sind sie. Und das ist fast schon das fertige XOR-Gate. Hier kommt nicht mehr viel dazu. Wir müssen jetzt nur noch dieses AND-Gate da reinkriegen und wir sehen hier, oder wir erinnern uns besser gesagt, ein AND-Gate besteht aus zwei Invertern, dann dem OR-Gate, was dann nochmal invertiert wird. Die zwei Inverter, die haben wir hier schon. Da führen wir das Signal einfach hier an diesem Block ab, denn die Torches, die unter diesem Block stehen, powern diesen Block und der Block wiederum powert ja jeden Redstone, der da drumherum ist. Ähnlich wie beim Repeater, wie wir es hier hatten. So, jetzt haben wir also zwei Inverter. Hier ist das OR-Gate, weil natürlich auch diese Torch den Block powert. Und das Ganze wird invertiert und schaltet dann hier diese Leitung von dem letzten Inverter aus. Ne, sehen wir hier auch. Vor den letzten Invertern ist hier die Fackel des AND-Gates. Und das ist unser komplettes XOR-Gate. Das ist jetzt genau das gleiche, wie es da steht, nur in klein. Wir testen es nochmal. Wenn nichts an ist, dann ist auch der Ausgang aus. Schalten wir mal das linke an und wir sehen schon, das geht an, der Ausgang. Beim rechten geht es auch an und bei beiden geht es wieder aus. Hier greift dann das AND-Gate. Sehr schön, das hat geklappt. Wir haben uns nicht verbaut. Ist allerdings bei so etwas Kleinem auch nicht allzu schwierig. Und wir können jetzt erstmal hier natürlich den Ausgang definieren. Und jetzt den zweiten Ansatz uns anschauen. Dafür werden wir natürlich wieder die Inputs definieren. Wir werden hier ein bisschen mehr Platz zwischen den Inputs brauchen, damit wir das leichter erkennen können. Deswegen habe ich die hier nicht wie normalerweise mit einem Abstand, sondern diesmal mit drei Abständen gemacht, sozusagen. Und ich würde sagen, ich baue es mal und erkläre dabei so ein bisschen. Und zwar haben wir hier ein NOR-Gate. Das bedeutet, sobald eins von diesen beiden an ist, das linke oder das rechte, geht diese Torch aus. Solange das aber nicht ist, soll diese Torch diese beiden Inverter powern und somit ausschalten. So, hier führen wir das Ganze dann zusammen und das hier ist auch schon unser Ausgang, den können wir hier nochmal definieren. So, das ist das fertige XOR-Gate. Das sieht natürlich jetzt viel größer aus, aber wir erinnern uns, unser allererstes XOR-Gate mit dem anderen Ansatz sah auch nicht viel kleiner aus. Im Gegenteil, es war sogar noch größer. Und ja, jetzt ist das ein bisschen tricky, weil hier ist nämlich genau das umgekehrte Prinzip der Fall. Hier hatten wir ja gesagt, wenn beide an sind, dann ist dieser Spezialfall, dass die beiden wieder ausgeschaltet werden. Hier ist es genau umgekehrt. Hier ist es nämlich so, wenn keiner an ist, also weder der eine noch der andere, dann werden die hier ausgeschaltet. Wir testen einmal ganz kurz, ob es funktioniert. Danach zeige ich euch, wie genau es funktioniert. Wenn nur Frames gibt. Wenn kein Eingang an ist, dann ist auch der Ausgang aus. Ist der linke an, ist der Ausgang an. Wenn der rechte an ist, geht ebenfalls der Ausgang an. Und wenn beide an sind, ist das wieder aus. So, gucken wir uns mal an, was im Einzelnen passiert. Also wenn nichts an ist, das haben wir gerade schon gesagt, dann geht diese Torch hier wieder an und schaltet diese beiden Torches aus. Wenn jetzt natürlich einer dieser beiden Inputs aktiviert wird, nehmen wir mal den hier, dann
schaltet sich diese Torch aus und diese beiden Torches hier könnten sich theoretisch anschalten. Diese tut es aber nicht, weil sie hier noch gepowert wird von diesem Eingang. Das heißt, nur die hier ist überhaupt in der Lage, sich anzuschalten und das Ergebnis sehen wir hier, der Ausgang geht an. Sobald wir jetzt diesen Eingang noch einschalten würden, würde natürlich diese Linie hier, diese Redstone-Linie, aktiviert werden und die Fackel würde sich wieder ausschalten, womit wir dann auch wieder Null hätten, wenn beide an sind. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn das linke an ist, wenn der linke Input an ist und der rechte nicht. Die Torch hier wird wieder ausgeschaltet. Diese Torch bleibt ausgeschaltet, weil sie hiervon immer noch gepowert wird. Aber diese hat jetzt hier keinen Grund mehr aus zu sein, also geht sie einfach an und somit ist der Ausgang auch an. Das ist der zweite Ansatz des XOR Gates. Das ist, ja, ein bisschen ressourcensparender jetzt. Wir haben hier nur drei Torches, dafür haben wir mehr Redstone, also das nimmt sich jetzt nicht allzu viel. Aber wir werden ja sowieso im Creative Mode immer arbeiten, deswegen ist das sowieso nicht allzu wichtig. Kommen wir aber dazu, dass wir das Ganze ein bisschen optimieren, ein bisschen kleiner machen. Natürlich jetzt den zweiten Ansatz, nicht den ersten. Und hierfür, habe ich schon einen Fehler gemacht, benötigen wir zum ersten Mal wirklich Repeater. Wir haben, ich weiß, hier vorne schon mal Repeater eingesetzt, aber das hätte man auch anders lösen können. Bei diesem Design hier brauchen wir sie wirklich, denn wir brauchen jetzt die Eigenschaft, dass Repeater Signale übertragen können, ohne wirklich dauerhaft mit Redstone verbunden zu sein. Hier zu sehen, der Repeater powert den Block und der Block powert dieses Redstone. So. Das brauchen wir, denn wir haben jetzt die Möglichkeit, hier unseren Inverter hinzustellen, der hiervon ist. Hier ist natürlich entweder das oder beides, egal, also mindestens einer davon muss an sein, damit das hier ausgeht. Das ist hier auch der Fall. Der Repeater powert den Block, dadurch wird das Redstone-Stückchen hier gepowert und dadurch, dass hier nur ein einziges Redstone-Stückchen ist, werden automatisch alle umliegenden Blöcke gepowert. Das ist einfach in Minecraft so. Ist ein bisschen sinnfrei, gebe ich gerne zu, aber naja, es ist halt so. Und dadurch geht dieser Inverter hier aus. So, setzen wir noch einen Block drauf, damit sich das später nicht verbindet. Und jetzt funktioniert es natürlich immer noch. Wenn wir die Torch hier anmachen, geht die aus und umgekehrt geht sie dann wieder an. So, wir haben jetzt aber gesagt, diese Torch hier soll diese beiden Inverter powern, die von den Eingängen kommen. Na gut, dann machen wir es doch einfach so, dass... Boah, okay, warum ruckelt das denn gerade so? Dass die Eingänge einfach hier weitergegeben werden. Der Repeater powert ja den Block und alles, was so drumherum ist, also nicht nur das, sondern auch das. Also geben wir die Eingänge hier nach oben und invertieren die einfach mal. So, hier ist dann unser Ausgang. Und jetzt sind wir schon fast fertig. Eine Sache haben wir noch nicht gemacht, nämlich, dass die Torch hier diese wirklich auch ausschaltet, diese beiden Inverter. Dafür setzen wir hier einfach wieder einen Block drauf, denn, wie ich ja vorhin schon da erklärt, die Torch powert den Block und der Block powert diese beiden Redstone und schaltet die somit aus, auch wenn kein Input gegeben ist. So, testen wir das Ganze einfach mal. Wenn wir keinen Input anhaben, dann ist auch der Ausgang aus. Das ist ja auch richtig so. Wenn wir den rechten Input anhaben, dann ist der Ausgang an, ne, weil hier die Torch hat jetzt keinen Grund mehr auszugehen. Die Torch ist aus und der Redstone hier, die Leitung hier, diese Redstone-Leitung ist auch aus. Also geht sie an und aktiviert den Ausgang. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit dem linken Eingang. Da geht die rechte Redstone-Fackel an. Und wenn beide angehen, dann wird diese Fackel hier eben auch noch ausgeschaltet und somit geht auch der Ausgang wieder aus. So, das war's jetzt zum Thema XOR Gates. Ja, das war's erstmal. Vielleicht werde ich irgendwann nochmal ein Video machen, wo ich wirklich von jedem Logic Gate hier
oder alle mir bekannten anderen Versionen zeige. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Wir wollen uns auch nicht zu lange damit aufhalten, denn jetzt beginnen wir schon wieder so ein bisschen ein neues Thema. Und unser neues Thema wird sein die Datenspeicherung. Bis jetzt ist es ja so, dass der Ausgang hier verändert wird in Echtzeit, sage ich jetzt mal, zum Eingang. Also wenn man den Eingang verändert, dann wird doch fast automatisch der Ausgang verändert. Das Problem ist nur, wir können jetzt hier irgendwie nichts speichern, sage ich jetzt mal. Und wie wir Daten speichern können in Minecraft, das zeige ich euch in den nächsten paar Folgen. Da werden wir uns um die RSNorledges kümmern, um die D-Flipflops und. Das wird auch nochmal richtig interessant werden. Und wenn wir das hinter uns haben, das sind auch nur noch ein paar Videos, vielleicht zwei oder so, dann bauen wir unseren ersten Rechner. Der wird dann schon addieren können und da werden wir dann auch ein kleines Projekt zu machen. Da werden wir dann auch ein Display dazu bauen und. Also das wird schon wirklich interessant werden. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Doch, da freue ich mich wirklich drauf. Aber jetzt sage ich erstmal, das war's von mir aus für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann. Ciao.